Hallo und herzlich willkommen bei Foto. Ja, also bevor ich jetzt ins Thema einsteige, bitte ich dich, wie viele andere YouTuberInnen auch, um den Daumen nach oben, sollte dir das Video gefallen. Um die nächsten Videos nicht zu verpassen, könntest du ein Abo dalassen und für eine Benachrichtigung aktiviere ich die Glocke. Unsere Marketingabteilung fand das eine ganz gute Idee, das ganz am Anfang zu sagen. Genug Intro. Wenn du schon länger fotografierst, wird dir mit Sicherheit schon mal das Thema Blitz über den Weg gelaufen sein. Es könnte gut sein, dass deine Kamera einen Blitz an Bord hat und deine Vollautomatik den ganz gerne ungefragt zuschaltet. Die Bildergebnisse, die dabei entstehen, sind allerdings oftmals eher ernüchternd, aber wenigstens hell. So ein kleiner eingebauter Blitz ist in vielen Situationen aber auch eher die letzte Notlösung. Für wirklich schöne Fotos kannst du den meistens vergessen. Deutlich mehr Licht und mehr Gestaltungsfreiheit liefert dir ein Systemblitz oder Aufsteckblitz genannt. Halt so ein dickes Ding, was auf den Blitzschuh deiner Kamera geschoben wird. Ich habe hier als Beispiel einen Godox V1 auf meine Panasonic Lumix S5 gesetzt. Der sieht jetzt ein wenig spezieller aus, weil der Blitzkopf rund ist. Aber das, was ich dir gleich zeige, funktioniert mit so gut wie jedem einigermaßen aktuellen Aufsteckblitz. Der war halt da und ich wollte den eh mal ausprobieren. Stellt sich aber erstmal die Frage, warum sind Fotos, die mit einem internen Blitz geschossen werden, nicht so prickelnd? Ganz einfach, weil es eine frontale Ausleuchtung ist. Im Ergebnis sehen wir immer einen harten Schattenwurf. Für die folgenden Bilder habe ich meine liebe Kollegin Selina begeistern können, obwohl sie wusste, dass nicht jedes Bild vorteilhaft werden wird. Kleiner Applaus an der Stelle. Hier haben wir eben die typische Ausleuchtung, die wir von einem internen Blitz gewohnt sind. Einziger Unterschied, dank des runden Blitzkopfs des Godox V1 wirkt es bei weiten Bildausschnitten so, als hätten wir mit einem großen Spotlight gearbeitet. Aber ich denke, du bist bei mir. Schön sieht irgendwie anders aus. Hier kommt jetzt die Kernfunktion eines Systemblitzes ins Spiel. Der Kopf ist dreh- und schwenkbar. Du kannst also in jede beliebige Richtung blitzen und das ist Gold wert. Ah, fast vergessen. Alles, was ich dir jetzt zeige, funktioniert in der Blitzeinstellung TTL. Das steht für Through the Lens und bedeutet, dass die erforderliche Lichtmenge des Blitzes durch das Objektiv gemessen wird. Ich quäl dich jetzt nicht mit den technischen Details, nur so viel. Damit hast du am Blitz die wenigste Arbeit. Was ich in der freien Fotowildbahn schon ganz oft erleben durfte, es blitzen sehr viele FotografInnen mit dem Aufsteckblitz nach oben. Und ich gestehe, ich frage mich dann immer, warum? Die Idee dahinter ist, dass das Licht über die Decke im Raum wieder zurück auf das Motiv reflektiert. Die Ausleuchtung wird deshalb auch deutlich weicher, aber der Schattenwurf ist vor allem für Personen suboptimal. Wirklich, ich bin froh, die Erlaubnis zu haben, das jetzt zeigen zu dürfen. In meinem Beispiel sollte dir direkt auffallen, dass die Augen im Schatten liegen und die Augenhöhlen sehr tief wirken und dass unter der Nase ein politisch unkorrekter Schatten auftritt. Das ist nicht nett. Wer kleine Fältchen im Gesicht hat, wird mit dieser Methode gleich entspannte 10 Jahre älter aussehen, denn jedes Fältchen wirft von oben ausgeleuchtet nach unten einen Schatten. Das ist nur nicht schön, das ist gemein. Ich finde, wenn sich schon jemand vor deine Kamera traut, stehst du auch in der Pflicht, die Person so vorteilhaft wie irgend möglich abzulichten. Nach oben geblitzt wird das nichts. Was also tun? Wichtig, was ich dir jetzt zeige, setzt voraus, dass du eine helle Reflexionsfläche in Blitzrichtung hast. Das kann eine weiße Wand, eine Tischdecke, eine größere Papierfläche wie ein Zeichenblock oder aber auch gerne ein professioneller Reflektor sein. Das Licht muss zurück zum Motiv reflektiert werden können. Ansonsten klappt das schlicht nicht. Also behalte das immer im Hinterkopf. Achte bei deinen Aufnahmen auf deine Umgebung oder nimm irgendwelche Hilfsmittel. Das Licht muss zurück. Und noch was. Ich werde jetzt nicht mit entfesseltem Blitzen anfangen, denn dann muss der Blitz auf ein Stativ und dann muss ein Lichtformer drauf. Der Aufwand wird viel größer und die Motivation, so ein Ding überhaupt einzusetzen, schrumpft bei den meisten so lange, bis der Blitz nur dafür sorgt, dass zu Hause irgendeine Schublade voller wird. In meiner Welt gibt es 2 Möglichkeiten, ein Foto schön auszuleuchten. Variante 1, nach hinten blitzen.
Sieht komisch aus, wirkt auch komplett falsch, aber es muss ja einen Grund geben, dass sich der Kopf so weit nach hinten drehen lässt, oder? Was hier wichtig ist, der Blitz muss über deinen Kopf hinausragen, sonst verlierst du den Großteil des Lichts in deiner Frisur. Wenn du ein kompakteres Blitzgerät hast, fotografier dabei über dein Display. Dann kannst du die Kamera höher halten und was dann passiert, das Licht trifft auf die helle Fläche hinter dir und wird weich zurück in den Raum reflektiert. Das Ergebnis siehst du hier. Eine wunderbar homogene, gleichmäßige Ausleuchtung. Keine harten Schatten, keine auffälligen Fältchen und dazu Lichtreflexionen in den Augen, die das Bild lebendig wirken lassen. Wenn du also auf diesen Style stehst, nach hinten blitzen und fertig. Ziemlich easy, oder? Ich mag diesen Look sehr, aber nicht bei jedem Bild. Da die Ausleuchtung so gleichmäßig ausfällt, fehlen Schatten nahezu völlig und das Ergebnis wirkt irgendwie flach und unrealistisch. So sieht niemand in Natura aus. Halten wir uns zum Beispiel in einem Raum auf und Tageslicht fällt durch ein Fenster, werden wir ganz oft seitlich ausgeleuchtet. Und genau das sieht auf Fotos meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Warum also nicht den Blitz zur Seite drehen? Das ist jetzt also die zweite Variante. Der Blitz wird im 90-Grad-Winkel zur Seite gedreht. Natürlich in Richtung der Reflexionsfläche. Wenn du damit Menschen fotografierst, lass die Person ruhig den Kopf leicht Richtung Lichtrichtung drehen. So bekommt auch die abgewandte Gesichtshälfte ein wenig Licht ab. Hier im Beispiel siehst du wunderbar, was passiert. Durch den Schattenwurf auf einer Gesichtshälfte wirkt das Bild deutlich plastischer als das Ergebnis davor. Und was ich besonders spannend finde, es sieht absolut nicht geblitzt aus. Da könnte auch Tageslicht in den Raum gefallen sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde diese Ausleuchtung einfach klasse. Ich muss das Licht absolut nicht dem Zufall überlassen und kann so gut wie überall solche Fotos schießen. Blitz? Gut. Hier noch einmal die verschiedenen Blitzrichtungen im Vergleich. Alle im Blitzmodus TTL mit identischen Blendenöffnungen, Belichtungszeiten und ISO-Werten geschossen. Die ersten beiden Ergebnisse, also frontaler Blitz und Blitz nach oben, würde ich jetzt einfach mal aus der Gleichung nehmen. Der nach hinten oder seitlich gesetzte Blitz sind meiner Meinung nach deutlich schmeichelhafter. Du hast einen Systemblitz? Dann probier das doch einfach mal aus und berichte von deinen Erfahrungen hier in den Kommentaren. Du blitzt immer bewusst nach oben und machst du das auch weiterhin so? Schreib hier gerne, warum. Ich schließe an dieser Stelle einen Kreis. Wenn dir dieses Video gefallen hat, ich freue mich sehr über deinen Daumen nach oben. Und ein Abo gerne mit Glocke. Wenn du noch keinen Systemblitz für deine Kamera besitzt oder noch gar keine Kamera, dann aber husch husch in unseren Online-Shop www.foto-erhard.de. Ich wünsche dir allzeit gut Licht und danke dir fürs Zuschauen.